Aces haben in PLO und in Fusion leider nicht so viel Equity, muss man dazu sagen. Aber es ist natürlich trotzdem geil, wenn man es Preflop All-In bekommt, weil wir die meist, die best... Boah, Alter, Leute, Leute, Poggers, Poggers, 3-Way All-In mit Assen, oh shit. Und die blocken sie ja noch die 9, mega. Und... Ich würde sagen, wir spielen erst eine Runde Fusion und dann eine Runde Spinning Goes. Wir fangen an mit, dem 15-Dollar Limit. So, let's play some Fusion Poker. Trooper in Warteposition. Gucken wir mal, ob wir irgendwie coole Musik reinkriegen. So. Spinning Go Ladder werden wir auch mal gleich wieder spielen, Evil. Ich denke auch, ja. Da habe ich auch Bock drauf. Guck mal, was geht. Street Life. Du, 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 du. Street Life. Mm-hmm. So, Astra ist suited. Du, 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 du. Call, würde ich sagen. Flop gucken. Okay, wir floppen Top Pair. Wir haben noch den Backdoor Flush Draw dazu. Und wir haben die Dame als Kicker. Ich glaube, den Call müssen wir einmal machen. Nur auf ein paar Backdoor Optionen. Backdoor Straight und Backdoor Flush Draw. Jetzt haben wir Top 2. Interessanter Turn. Jetzt ist Straße möglich. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Haben wir eine Value-Bet? Vielleicht. Ich bet mal. Er hat die Straße, wow, auf dem Paired Board. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Letter oder Letter? Letter. Letter. Wir blocken, wir haben ja auch mit der Dame noch einen Blocker gehabt. Das war ja ganz nice eigentlich. Was ist los mit dir, Schneiders? Okay, Suited Broadway Kombinationen werden wir mal potten. Ich glaube, Suited Broadways und High Card Hände sind generell sehr gut, weil wir kriegen immer noch eine extra Karte auf dem Flop und eine extra auf dem Turn. Also Fusion läuft so, dass wir pro Straße immer eine extra Karte dazu bekommen. Why Cash Game? Why? Because it's Tuesday. Sidecard, Tag im Chat. Kein guter Turn. Ist das T-Shirt, das ich gewonnen habe, schon rausgeschickt? Ja, aus der Hydra. Ist schon verschickt. Du müsstest es jetzt bald haben. Fusion. Fusion. Sollen wir mal noch einen Tisch aufmachen oder sollen wir mehr als einen Tisch spielen, Leute? Ich weiß es nicht. Tag Kalpi-Spitz. Was geht ab? Achso, neues Homegame beginnt übrigens gleich. Das ist 2.20er. In 7 Minuten geht ein neues Homegame los. Beziehungsweise für euch dann in 3 Minuten. Don Camilo, Fridolin, Poker Panda sind dabei. 2,20 Dollar ist das Buy-In. Kommt rein. Lasst uns spielen. Lasst die Spiele beginnen. Was machen wir hier mit Dame 4? Sollen wir für einen Big Blind bezahlen? Gibt es da gute Karten, die kommen können? Im Big Blind kriegen wir sehr gute Odds, ne? Nur die 4 und Backdoor Flush Draw haben wir. Das war's. Kann man mal folgen. Also wir versuchen uns raufzuladdern. Jedes Mal, wenn wir verdoppeln, steigen wir auf. Wenn wir nicht verdoppeln, steigen wir trotzdem auf. Und Könige, Leute. Könige werden wir potten. CK mag Fusion nicht. Will niemand sehen, da kann man nichts lernen. Das sagst du. Ich denke schon, dass man einiges lernen kann. Vor allen Dingen so über die Synergien zwischen Hold'em und Omaha. Okay, wir betten mal unser Overpair. Sollte ja eigentlich ein guter Flop sein für Könige. Wir kriegen auch den Fold. Mm.
Suited Broadway-Kombination. Werde ich einfach mal spielen. Ich öffne einfach mal alle Suited Broadways. Ich weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist, aber ich probiere es mal aus. Ich glaube sogar fast, dass Off-Suited Broadway-Hände wahrscheinlich viel besser sind. Oh, jetzt kriegen wir einen Re-Raise und einen Call. Aber jetzt müssen wir natürlich callen. Jetzt sind wir natürlich priced in. $2 für $7. Das lasse ich mir nicht nehmen. Da kann ja was Gutes kommen für uns. Oh, Flush-Draw. Allerdings nicht auf die Nuts. Das ist halt der Nachteil. Wir drawen nicht auf die Nuts. Ja, und ich glaube, wir müssen reinstellen, Leute, mit dem Flush-Draw. Können wir was dazu bekommen. Wenn wir jetzt bestraft werden, dann so be it. Oh, wir haben einen guten Flush-Draw. Da ist die 4. Nice. Und 100%. Erster Fusion-Pot geht an uns. Wahnsinn. $37. Wir haben verdoppelt. Schönes Ding. Was ist nochmal mit Kalpi-Spätz gewesen? Er hat Geburtstag. Ah, Happy Birthday, Kalpi-Spätz. Sorry, ich wusste das nicht. Ah, Kalpi-Spätz, Happy Birthday. Leute, alle mal Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Kalpi-Spätz. Diese Pot-Odds sind gut. Der Flop war allerdings nicht so gut. Bruce Driver, Tag im Chat. Ich liebe mein neues Badge. Welches neue Badge? Oh, du hast ein... Oh, du bist jetzt One-Year-Subscriber, oder was? Wow. Nice. Geil. Ja, Kalpi, Happy Birthday. Leute, alle mal bitte Geburtstagsglückwünsche in den Chat an Kalpi Spitz. Nice. Subblatt verdoppelt. Schmeckt. Sehr gut. Ich glaube, diese Offsuited Broadways sind auch ganz gut. Da werden wir uns auch mal einen Flop mit angucken. Vor allem, weil wir Position haben. Kannst ja einiges draus entwickeln. Oh, Royal Flush, Leute. Aber können wir nicht mehr kriegen. Wir müssen ja mal zwei Karten verwenden. Wir haben zwei Paar, aber keine Straße. Schade. Feels Batman. Jetzt haben wir immer noch zwei Paar. Ne, wir haben eine Straße. Ne, wir haben zwei Paar. Ne, was haben wir? Was haben wir, Leute? Zwei Paar, ne? Aces und Jacks. Da steht's ja auch. Two Pair Aces und Jacks. Bring Bube. Ah, 10. Wir haben Top Full. Nein, nicht ganz Top Full. Aber zumindest kein schlechtes Full. 80 Cent. Kriegen wir die ausbezahlt? Dann sind wir genau auf... Ne, da betten wir größer. 1,50. Aces, Queens? Ne, jemand wollte. Okay. Wir steigen übrigens auf. Wir steigen übrigens auf bei Fusion. Wir haben gewonnen. Wir haben verdoppelt. Zack, jetzt geht's auf die 40er Levels. So, weiter geht's hier. Wir haben Aces. Aces in den Chat bitte. Alle mal bitte, alle Ass in den Chat, Leute. Wir potten. Wir können ja maximal potten bei dem Spiel. Pot ist das Maximum. Pot. Pot. Leute, alle Aces in den Chat. Pot. Wir potten mit Assen. Ist ein Garant für Action. Aces haben in PLO und in Fusion leider nicht so viel Equity, muss man dazu sagen. Aber es ist natürlich trotzdem geil, wenn man es Preflop All-In bekommt, weil wir die meist, die best... Boah, Alter, Leute, Leute, Poggers, Poggers. Drei-Way All-In mit Assen. Oh, shit. Und die blocken sie auch noch die 9. Mega. Und hold. 100% Triple Up in Aces. Ich habe gar nicht gesehen, was die anderen hatten. Das ging mir viel zu schnell. Aber wir haben verdoppelt. Wahnsinn. Also, ich würde sagen, wir haben sogar verdreifacht mit $40. Ich würde sagen, das gibt ein Sit-Out und wir gehen direkt eine Stufe höher auf das 80er Limit. Zack. Wahnsinn. Wow. Das ist sick. Okay. Weiter geht's. Die Ladder ist alive. Wir sind aber der Warteliste. Ja, solange spielen wir das 40er noch weiter. Was eine Hand, ey. Was eine Hand. Oh Mann, Mann. Gehst du bei deiner Fusion-Handauswahl irgendwie besonders vor oder spielst du erstmal dein ganz normales Hold'em? Nee, ich gehe schon mehr Richtung Offsuited Broadway-Hände. Ich glaube, Offsuited Broadway-Hände sind schon sehr, sehr gut. Oh, das 80er geht los, aber da spielen wir dann Heads-Up. Heads-Up will ich jetzt nicht unbedingt spielen.
Also Heads Up wollte ich jetzt eigentlich nicht spielen, aber scheinbar geht's nicht anders. Dann gucken wir mal. 2-7 werde ich nicht spielen. 10er werden wir spielen auf jeden Fall. Oh, kriegen wir auch einen Walk. Na toll. 19 ist, glaube ich, eine gute Hand. 19 ist eine gute Starthand, Kerbosch. Weil du hast sehr viel Ausbaupotenzial auf Straßen. Du kannst viele Backdoor-Flushes kriegen. Ja gut, die 3-Bet muss ich jetzt auch callen, Leute. Jetzt müssen wir eine Straße bekommen. Komm, basteln wir uns eine Straße, würde ich sagen. Da ist schon mal eine 10 dabei, aber ich glaube, die reicht nicht aus. Und er checkt den Flop. Oh, hat er Aces? Checkt den Flop mit Aces? Ach du Scheiße, ich glaube, wir checken mal hinterher. Jetzt haben wir 9er. Jetzt hilft nur noch die 9. Wir sind ansonsten eigentlich ziemlich tot, oder? Er muss uns ja eigentlich immer geschlagen haben. Also Heads Up wollte ich ja eigentlich jetzt nicht spielen. Ich sit out. Ich mache hier sit out. Leute, Dankeschön. Coffee Trend, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Sub. Coffee Trend mit frischem Twitch Prime. Ist da. Ich danke dir. So, was habe ich hier im Chat verpasst? Gar nicht mehr aufgepasst. Kerbosch. Du kommst aus der Nähe von Dreieich. Da haben wir früher Magic gezockt. Ferdi Bärenfänger. Was sind das für Namen? Die hören sich geil an. Ferdi Bärenfänger. Trevor Knabe. Tolga Ilkman. Diese Namen. So, Queen Jack. Ich glaube, gegen den 3x Open Race werde ich hier folden, Sly. 3x Open Race sieht mir zu stark aus, Freundchen. Eulo, kommt heute noch ein Homegame? Ja, Daily Rage Roller kommt nachher noch. Also aktuell gibt es das 2,20er, das könnt ihr late raggen. Und dann gibt es das 1,10er Daily Rage Roller. Um Viertel nach 5. Okay, Leute, ich glaube, wir haben genug gefusioned. Die Ladder war erfolgreich, aber weiter kommen wir nicht. Jetzt spielen wir eine Runde Spins, würde ich sagen, oder? Sollen wir eine Runde Spins spielen? Wer hat Bock auf eine Spin-and-Go-Ladder? Komm, wir spielen eine schöne Spin-and-Go-Ladder. Und wir spielen vielleicht noch das Hyper. Das 1650er Hyper können wir auch noch ballern. Ja, das will ich auch spielen. Aber das potten wir noch hier mit As-8 Suited. Pot. I bet the pot. Jetzt hätte ich gerne 6 bekommen, aber ich krieg keine 6. Kriegen wir hier auf 6, 6, 5 immer ein Fold? Ich glaube schon, oder? Klar. Komm, dann müssen wir noch ein Fold kriegen. Auf 6, 6, 5. Brudi, was willst du denn da haben? Jetzt habe ich den König getroffen, aber er kann natürlich eine 6 haben. Okay, also eine Value Bet haben wir nicht, oder? Muss man Check Behind spielen. Hallo Balu, Tarim Chat. Ja, die 2 hilft auch nicht wirklich. Was kann er haben? Hat er hier die 6? Spielt Limp Call. Preflop. Ist hier One Pair genug für 5 Dollar? Kann er 7-8 haben? Wir blocken 7-8 mit der 8. Sieht gefährlich aus, was er macht. Kann auch 3-4 haben. Aber irgendwie kann er auch nicht so viel haben, oder? Gleiche Hand. Chop, chop. I don't know. Wir machen nochmal gerade hier eine. Ein Update, Sekunde. So. Fold. Ups. Ich wollte noch gerade diese schöne Asse-Hand, wollte ich noch kurz mit Instagram teilen. So, da die Cash Game leider nicht funktioniert hat, sind wir auf Fusion Poker umgestiegen. Wir hatten Aces gerade. Geiler Pot hier, guckt euch das mal an. All-in gegen 8, 9 und gegen Pocket 9er. Und wir haben verdreifacht in Fusion. Das schmeckt. Wir sind immer noch live auf Twitch und spielen jetzt Spin and Goes. Fusion Poker.
Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr Fusion spielt und All-In seid, bin ich der Einzige, der einfach immer nur auf die Prozente guckt. Ich habe keine Ahnung, es geht mir immer viel zu schnell, was die anderen da haben. Wir haben aber auf jeden Fall gerade verdreifacht hier in Fusion. Jetzt spielen wir Spins gleich. Ladder erfolgreich. So. Ich mache das mal in Umfrage. Do you only... Look at percentages. Nicht nur bei Fusion, auch bei PLO, ne? War auch sehr stark. Sly, dann gebe ich den Tipp, nicht so viel 3x Open Raisen. 3x Open Raisen ist immer schwierig, weil du willst eigentlich kleiner Open Raisen generell. 3x Open Raisen sieht auch immer so stark aus, weißt du? Das willst du vermeiden. So, jetzt spielen wir eine Spin and Go Ladder, Freunde. Okay, ich verändere mal gerade den Titel. So, okay. Gut.